In diesem Video zeigen wir euch unsere Top-Empfehlungen für Ausflüge und To-Dos auf der Insel Krik. Bei schlechtem Wetter empfehlen wir die Biserujka-Höhle. Die Höhle liegt hinter dem kleinen Dorf Rudine im Norden der Insel inmitten einer Makia-Landschaft. Am Ende des Dorfes gibt es einen großen kostenlosen Parkplatz. Das letzte Stück Weg muss man dann zu Fuß zurücklegen. Das dauert nur ein paar Minuten. Interessant ist schon hier die karge Landschaft mit der zugehörigen Vegetation. Über dem Eingang der Höhle wurde ein Gebäude errichtet, in welchem man die Tickets kaufen kann. Pro Erwachsener kostet der Eintritt 6 Euro. Vor dem Eingang sind Infotafeln zu finden. Dort erfährt man zum Beispiel etwas über die endemischen Arten, die nur in dieser Höhle zu finden sind oder waren. Dann geht es ab in die Höhle. Man wird immer nur grüppchenweise hineingelassen. Begrüßt wird man am Anfang vom Skelett eines Höhlenbärens. Im Inneren sind hohe Schuhe und das Tragen von Sonnenbrillen zu vermeiden. Es herrscht Stolpergefahr wegen der Dunkelheit und da die Steinplatten am Boden durch die Besucher regelrecht glatt poliert wurden. Fotografieren ist erlaubt, jedoch nur ohne Blitz. Im Inneren könnt ihr euch bei einem Guide noch weiter informieren. Die Tropfsteinhöhle ist 110 Meter lang und liegt nur 12 Meter unter der Erdoberfläche. Die Höhle mit ihren drei Hallen wurde vor mehr als 100 Jahren entdeckt. Tatsächlich gibt es in der Karstlandschaft der Insel mehrere solcher Höhlen, doch nur diese ist als Schauhöhle für Besucher erschlossen. Besonders sehenswert ist der sogenannte Zypressensaal am Ende der Höhle. An diesem Tag Mitte August war relativ viel los, obwohl wir schon vormittags da waren. Als wir aus der Höhle herauskamen, jedoch stand schon eine richtig lange Schlange an der Kasse an. Diese Aufnahme habe ich aus Datenschutzgründen verpixelt. Das ist aber noch nichts gegen das Chaos und die entgegenkommenden Menschenströme am Parkplatz. Unser Tipp für euch also, kommt in der Hochsaison möglichst früh, um lange Wartezeiten und Stress zu vermeiden. Paschka ist ein Urlaubsort, der gleich mehrere Attraktionen aufweist. Auf dem Weg vom Parkplatz zur Altstadt kann man zunächst einen Abstecher ins Aquarium machen. Hier kostet der Eintritt für jeden Erwachsenen ebenfalls 6 Euro. Das Aquarium ist umstritten. Sehr gut am Aquarium ist die Aufstellung der Schalentiere am Beginn des Rundgangs. Im Keller finden sich bei kühlen Raumtemperaturen die Aquarien. Sehr gut hat uns gefallen, dass vor allem einheimische Arten ausgestellt werden und man so durchaus viel über die Tierarten lernen konnte. Auf der anderen Seite werden häufig die Haltungsbedingungen kritisiert. Die Aquarien sind sehr klein und überfüllt, es gibt kaum echte Pflanzen. Manche Tiere zeigen Verhaltensstörungen. Wir können daher das Aquarium nicht uneingeschränkt weiterempfehlen. Dann geht es weiter in die Altstadt. Dort finden wir auf einer Anhöhe einen Fotospot, wie es ihn häufiger auf Krik gibt. Der Blick nach unten zeigt den wunderschönen und äußerst beliebten Strand Vela Plaja. Dieser ist fast 2 Kilometer lang. Es handelt sich um einen Kiesstrand mit flachem Wasser, der perfekt ist für Familien. Eindrucksvoll ist dabei das Gebirgspanorama im Hintergrund. Für uns geht es nun jedoch nicht baden, sondern wir erkunden die Altstadt. In Richtung des Altstadtkerns kommt man zunächst an zahlreichen Restaurants und Souvenirläden vorbei. Überall stößt man auch auf die sogenannte glagolitische Schrift. Das ist die älteste slawische Schrift, deren Erbe auf Krik sehr hoch gehalten wird. Besonders Baschka gilt als ein Zentrum dieser Schrift. Auch direkt an der Strandpromenade befinden sich weitere Restaurants und Bars. Oberhalb der Küstenpromenade folgt der Teil der Altstadt, wo keine Läden mehr zu finden sind. Hier sind neben Ferienwohnungen auch die Wohnungen der Einheimischen. Man ist dort nicht mehr so sehr im Trubel, es ist einfach nur interessant, sich durch die engen Gassen treiben zu lassen. Alles ist so verwinkelt und individuell. Einfach ein Traum für uns als Besucher. Für die Bewohner ist das Leben wahrscheinlich sehr hart. Dinge des täglichen Bedarfs müssen zu Fuß transportiert werden. Viele Bewohner nutzen Wägelchen, Roller und E-Roller. Am Schluss gönnen wir uns noch ein Mittagessen mit einem traumhaften Blick aufs Meer.
Auch Dobrin ist ein wunderschöner alter Ort, welcher jedoch im Inselinneren liegt. Dennoch hat man traumhafte Ausblicke über die weiten Wälder der Insel bis hinaus aufs Meer und das Festland. Sehenswert sind etwa die Gumna, hier wurde früher Getreide gedroschen, der Kirchturm, der Aussichtspunkt der Seminja. Der kleine Stadtpark sowie die Galerie Innfeld, welche leider geschlossen war. Auch kulinarische Gründe haben uns nach Dobrin gelockt, denn hier soll es in der Konoba Sora die besten Schurlizell mit Gulasch geben. Schurlizell ist eine regionale Nudelspezialität, die an Schupfnudeln, Spätzle oder auch koreanische Dokbokki erinnert. Wir waren an einem Sonntagmittag dort und außer uns waren dort fast nur Einheimische. Ein sehr gutes Zeichen. Jürgen war von dem Gulasch absolut begeistert. Auch in Dobrin stößt man wieder auf Andenken an die glakolitische Schrift. Wir sind südlich von Omishal in der Bucht Sepen auf dem Gebiet von Mirine, unmittelbar neben dem Betriebsgelände von Adria Polymers und gegenüber eines LNG-Terminals kommen hier Archäologiefreunde auf ihre Kosten. Hier sind keine Touristenmassen zu finden. Dennoch könnte es schwer sein, einen Parkplatz zu finden, wenn man nicht früh genug da ist. Ein befestigter Weg führt direkt am Meer zu den zahlreichen Ruinen. Hier muss man keinen Eintritt bezahlen. Die römische Stadt Fulfinum im Gebiet Mirine entwickelte sich im 1. Jahrhundert. Die Überreste wurden jedoch erst im 20. Jahrhundert wiederentdeckt. Ein Teil der ehemaligen Stadt befindet sich jedoch heute auch unterhalb des Meeresspiegels. Im Norden des Areals findet sich die erste Ruine. Ein Schild klärt auf, dass es sich um die Ausgrabungen einer maritimen Vorstadtvilla aus der Spätantike handelt. Hier ist zudem eine riesige frühchristliche Basilika aus dem 5. Jahrhundert zu finden. Im Innenraum befindet sich eine kostenlose Ausstellung mit Infotafeln, wo man wirklich viele Informationen finden kann. Da hier der befestigte Weg endet, gingen die meisten Touristen nicht weiter. Dennoch kann man über Dammelpfade hier eine weitere Ruine erreichen. Es handelt sich um ein ehemaliges römisches Forum. Besonders hier war es auf einmal ganz still. Die Artenvielfalt war beeindruckend. Hier war die mystische Stimmung zwischen den antiken Ruinen wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Aber hier siehst du das da? Ja. Wer möchte, kann übrigens hier auch direkt im Meer baden. Nicht weit davon entfernt liegt der Ort Omishal. Hier befindet sich die Altstadt auf einer Anhöhe. Interessant sind hier wieder die Gassen der Altstadt, die Kirche und die schönen Ausblicke. Ja, wir stehen jetzt an der Kirche Maria Himmelfahrt in Omishal und hier ist der frühere Friedhof. Das war bestimmt mal ein schöner Baum. Das ist auch nochmal die Kirche von vorne quasi. Da mit dem gotischen Glockenturm. Durch den Park Dubitz wollen wir nach unten zum Meer und dort ein Restaurant finden. Zahlreiche Aussichtspunkte bieten auf dem Weg wunderschöne Ausblicke in Richtung Istrien. Am Meer angekommen merken wir schnell, es ist zwar schön und romantisch, man hat jedoch stets auch die Anlagen des nahegelegenen Rohöltransportunternehmens im Blick. Musik
Für uns persönlich gehören zu einem Kroatien-Urlaub auch zahlreiche Restaurantbesuche. Wie viele andere Orte an der kroatischen Küste sind die Restaurants der Insel Krk besonders berühmt für ihre Fisch- und Meeresfrüchtegerichte. Es gibt neben den üblichen Gerichten wie Kalamari Fridi auch besondere Kreationen wie Fisch mit Kriksoße, Seeteufel mit Polenta und Meeresfrüchte-Risotto. Eine sehr schmackhafte Beilage sind auch die berühmten Mangold-Kartoffeln, die es auch in vielen anderen kroatischen Gebieten gibt. Unbedingt probieren solltet ihr die bereits erwähnten Šurlice. Ähnlich wie in Istrien gibt es auch hier vereinzelt Trüffelgerichte, hier etwa die Trüffel-Šurlice. Durch den italienischen Einfluss weit verbreitet sind insgesamt auch Nudelgerichte und Pizza. Oft gibt es vor dem Hauptgang einen Gruß aus der Küche. In der Regel Baguette, manchmal aber auch richtig schickes Knoblauchbrot. Typische Vorspeisen sind etwa Käse, Fischsuppe, Bruschetta und Oktopussalat. Wer keine Lust mehr auf Fisch hat, kann auch Cevapcici und Spanferkel bestellen. Es gibt auch immer öfter qualitativ hochwertige Burger. Für viele Vegetarier ist es immer noch schwierig. Man findet etwa vereinzelt Gemüserisotto, Tomatenschulize, Pizza Margarita und die Pfannkuchen namens Palatschinke. Es gibt auch leckere Nachspeisen wie Lava Cake oder Pressnatzkuchen. Wir waren jedoch dafür immer leider schon zu satt. Wir waren uns nicht sicher, ob wir die Schlammbucht wirklich weiterempfehlen sollten, denn wir waren ehrlich gesagt nicht so begeistert davon. Dennoch sollte man es einfach einmal erlebt haben. In der Suline-Bucht liegt der Strand Meline, berühmt für seinen Heilschlamm. Nach der Ankunft läuft man zunächst durch eine wattartige Landschaft. Hier ist kein Schatten zu finden. Man muss ziemlich weit laufen, um erst einmal zum Wasser zu kommen und noch weiter, bis man ganz im Wasser ist. Ich mag weg hier. Hier kann man auch leicht ausrutschen. Immerhin findet man ab und zu ein paar Muschelschalen. Dies hier ist übrigens noch nicht der Gemeindeheilschlamm. Das Wasser ist badewannenwarm und sehr trüb, ganz und gar nicht nach unserem Geschmack. Wer schnell wieder aus dieser Brühe herauskommen möchte, ohne sich durch den Schlamm zu kämpfen, kann zu dem fast 300 Meter langen Steg laufen und dort schnell wieder zurück zum Ufer kommen. Schön ist hier übrigens der Blick auf die Bucht und das dahinterliegende Festland. Am Ende des Stegs erwartet uns dann das eigentliche Highlight, der berühmte Heilschlamm. Der Geruch von dem Schlamm erinnert zwar ganz furchtbar an faule Eier, ist jedoch nicht einzigartig. Auch in Deutschland kann man an Baggerseen auf solche merkwürdig vergorenen Schlammschichten stoßen. Ich habe es dabei belassen, mir zumindest die Beine damit einzureiben. Ist dieser Strand nicht wunderschön? Der Schlamm riecht auch nach ein paar Stunden noch und wer sein Auto und seine Strandausstattung liebt, sollte von diesem Strand eventuell Abstand nehmen. Wenn ihr euch mit dem Schlamm einreiben wollt, solltet ihr unbedingt schwarze Badesachen tragen. Natürlich wollte auch Jürgen einmal unbedingt diesen Schlamm hautnah erleben. Die Begeisterung hielt sich eher in Grenzen. Dennoch scheinen viele diesen Strand sehr zu mögen. Da unsere Unterkunft hier in der Nähe war, wissen wir, dass der Strand jeden Tag gut besucht ist. Auch die Google-Bewertungen sind nicht schlecht. Besonders lustig sind die komplett schwarzen Gestalten am Straßenrand, die sich wirklich von Kopf bis Fuß mit dem Wunderschlamm eingeschmiert haben. Da mit dieser schönen Einweg kann man ihn nämlich auch in der Sonne trocknen lassen. Bei 37 Grad ist diese schwarze Schicht sicher sehr angenehm. Nun nehmen wir euch mit nach Fribnik. Oberhalb des Ortes befindet sich ein etwa 120 Hektar großes Weinanbaugebiet. Dieses liegt in einem Talkessel und unterscheidet sich von der sonst auf Krk üblichen Wald- und Karstlandschaft. Angebaut wird hier der berühmte regionale Weißwein Schlachtina. Die Route nach Fribnik führt von den Weingärten aus in Richtung Meer. Schon bei der Anfahrt wird deutlich, dieser Ort hat eine interessante Topografie. Die Altstadt ist malerisch auf einem Felsen hoch über dem Meer gelegen. Die Verhältnisse sind beengt. Wer nach Fribnik will, könnte eine schwierige Parkplatzsuche erleben.
Kommt daher am besten früh. Wir empfehlen den Parkplatz an der Straße Redetz. Der Besuch der Altstadt lohnt sich jedoch. Jedes Haus, jede Gasse und jeder Durchgang wurde dem Fels angepasst, auf dem die Stadt erbaut wurde. Typisch sind wieder die engen Gassen und wirklich sehr glatt polierte Straßenbeläge. Ich bin leider auch einmal ausgerutscht, also seid vorsichtig. In der Stadt findet ihr mehrere Restaurants und auch schöne Aussichtspunkte. Berühmt ist auch die Kirche Maria Himmelfahrt. Richtig geile Wellen heute. Hier sehen wir Reste der Stadtmauer. Durch die Steilküste gibt es nur wenige Strandzugänge. Den Hauptstrand sehen wir später noch. Ein besonderes Highlight in Fribnik ist die angeblich engste Gasse der Welt. Diese ist nur etwas mehr als 40 cm breit. Wie viel? 43 steht vorne dran. 43? Ja, ja. Okay. Und hier ist es? 45. Irgend sowas, ja. Ja, kommt halt darauf an, wo man misst. Ja, ja. Okay. Scheinbar. Ja, auf jeden Fall. Ab und zu landet man in Fribnik übrigens auch einmal in einer Sackgasse. Am Ende der Runde folgt noch der Plaža Skripnica, ein wirklich wunderschöner Strand. Am Ende dieser Liste folgt noch ein absolutes Top-Ausflugsziel, die Stadt Krk. Krk ist die größte und bedeutendste Stadt sowie Kurort und Hafen. Früher handelte es sich um ein römisches Munizipium. Später war die Stadt Sitz der Fürsten Frangopan. Auch hier kommt wieder jeder auf seine Kosten, enge Gassen und altes Gemäuer liebt. Natürlich gibt es auch hier wieder jede Menge Souvenirläden und Restaurants. Die Stadt Krk ist jedoch auch berühmt für ihre kulturellen Highlights. Etwa die Kathedrale der Maria Himmelfahrt und das Kastell der Frangopanen. Natürlich gibt es auch schöne Badestrände. Von Krk aus kann man zudem viele Bootsausflüge unternehmen. Übrigens, verwirrend ist die Aussprache von Krk. Viele Deutsche sagen so wie ich Krk. Manche sagen auch Kirk. Die Einheimischen sprechen es wie eine Mischung aus beidem aus. Kirk. Oder so ähnlich. Das wollte ich am Rande einmal erwähnt haben. Während ich euch hier übrigens die Aufnahmen aus der Stadt Krk zeige, möchte ich noch Folgendes sagen. Sicher gibt es noch mehr Top-Aktivitäten, die hier nicht zu sehen waren. Dazu gehört die Sibylline Edison oder auch der Ort Punat mit seinen zahlreichen Luxusjachten. Von dort kann man mit dem Taxiboot zur Klosterinsel Korsuyon fahren. Interessant wären auch der glagolitische Park in Gabuncin im Inselinneren, der Paradiesweg direkt am Meer zwischen Jivice und Malinska, der einsame und wunderschöne Strand Vela Luka sowie weitere Geheimstände, die nur durch anspruchsvolle Wanderungen oder eine Bootstour erreicht werden können. Wenn man viel Zeit hat, kann man Inselhopping mit dem Katamaran oder Schiff machen und dabei die Inseln Raps, Res und Lushin anschauen. Auch gibt es noch ein interessantes Geisterdorf auf der Insel, für welches ein extra Video folgen wird. Folgen wird zudem noch ein Video mit unseren Geheimtipps für die Insel Krk. Für die Erkundung der Insel sollte man insgesamt durchaus 10 Tage, besser 2 Wochen einplanen. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne, ob ihr auch mal auf der Insel wart und wie ihr das fandet. Danke fürs Zusehen, lasst gerne ein Like da. Tschüss!